Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde, wie immer. Wie immer, genau. Spielt, ja. Haben wir denn den Schwefel immer hingepackt? Ja. Du hast die Stiefel noch gar nicht an. Ja, hatte ich noch keine Zeit für. Okay. Juhu! Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Yay! So, Seide. Dafür brauche ich Spinnenfäden. Spinnen gibt es mehr im Norden. Nee, ich hatte auch tatsächlich bei uns schon welche gesehen. Da muss man nur den Dings ein bisschen runterlaufen. Den Fluss. Echt? Da wurde ich schon mal von einer Spinne... Ja, ich wurde schon von einer Spinne angegriffen und ja, ich habe schon eine Spinne getötet. Oh. Ist schon ein paar Folgen her. Ich pack mal verdorbenes Fleisch in den leibeigenen Topf. Vielleicht essen die das ja. Ja, super, dann werden die krank. Okay, dann werfe ich es weg. Wegwerfen. So. Ach ja, ich wollte mir ja so ein Kreuz von Mitra bauen. Ich will ja meinem Gott etwas huldigen. Heute Messer wäre noch ganz dufte. Ich dachte, ich sollte erstmal eine Spitzhacke machen. Ah ja, Spitzhacke. Dann machen wir mal Spitzhacke, genau. Und wenn wir jetzt Menschen töten, dann möchte ich es erst segnen, dann kannst du denen das Herz rausschneiden und dann können wir sie holen. Wie, du segnest die Menschen? Ja. Die Leichen jetzt, oder was? Ein Mitra-Kreuz, ein für die rituelle Reinigung der Toten benötigtes Kreuz. Ah, okay, das heißt, du, okay, wenn wir sie getötet haben, segnen wir sie und reißen das Herz raus. Genau. Klingt nach einem Plan. Ach so. Hier ist wieder irgendwas, was gegen irgendwen kämpft. Ach so. Oh, der hat eine Keule. Hey! Igor! Gib mir. Wo bist du denn? Kann man dir was helfen? Alter, ich bin ein guter Schnitzler. Also irgendwie läuft das. Der Typ hatte keine Chance. Das ist doch schön. Aber ich hätte seine Keule gern gehabt. Ich wollte doch so, nur sammeln hier. Und vielleicht eine Fettraupe finden oder zwei oder drei oder fünf. Ach, da war die Schmiedebergbahn. Ach, dich hat er auch getötet. Das ist ja gut. So, Spitzhacke, Eisen. 20 brauche ich dafür. Okay, machen wir das doch mal. Ich glaube, 20 haben wir noch. Vielleicht haben wir sogar 40. Oh, ich kann zwei Spitzhacken machen. Zwei Eisenspitzhacken für jeden von uns eine. Ist das geil oder ist das geil? Ja, klingt gut. Cool, cool, cool. Dann war's das jetzt mal mit dem Steinpickel. Und zum Reparieren brauchen wir wahrscheinlich Eisen, ne? Natürlich. Mathilde hat einen Eisenpickel. Au.
So, was mache ich denn jetzt mal? Boah, willst du wirklich mit mir fighten? Oh. Nein, das Vieh hier. Oh, hat mich erwischt. Ausdauer! Ah, ich glaube, ich komme mal zu dir. Was auch immer du da treibst, ich guck mal zu. Nee, lass mal. Doch, ich gucke zu und gebe blöde Kommentare ab. Das machst du ja so schon. Das ist mein Job. Ich wollte einfach nur Pflanzenfasern sammeln, damit ich Zwirn machen kann. Mhm. Dafür rennst du so weit weg? Ja, mal ein bisschen rumgucken hier so. Oh, diese Viecher, überall sind sie. Ich will doch nur ein bisschen Pflanzenfaser. Ist das zu viel verlangt oder was? Und Ästchen braucht. Oh, Mini-Kroko. Das wird gleich mal getötet. Ich helfe dir mit Pflanzenfasern sammeln. Scheiß Mini-Kroko. Hallo. Hm? Hallo. Hallo. Oh, wer bist denn du? Enemies approaching. Könnte Hilfe gebrauchen, ist es ja, ich bin da. Ey, lasst mein Heinrich in Ruhe. Ich schlage die und die rennen weg. Oh. Oh. Oh, aua. Oh, 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 oh. Ja, noch nicht. Das sah gerade sehr schön aus übrigens. Du hast dir so richtig schön an die Kehle gefasst und bist... Ey, ich bin verblutet. Das tut mir leid. Ich, plündere dich auch nicht. Super. Du wurdest getötet durch Blutung. So, ich segne euch jetzt alle erstmal. Ich hatte meine Tage. Ich hoffe mal, Okay, wenn ich mit dem Kreuz auf die Kadaver einhacke, dann kriege ich diese schwelende Essenz. Und Menschenfleisch. Das heißt, ich krieg kein Herz raus, oder was? Genau. Boah, ist ja voll doof. Oh. Weil wenn ich mein Herz rausschneide, ist es ja noch nicht ganz tot, quasi. Ey, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr kleinen Kackviecher. Kann man euch doch nicht alle töten. Du hast ja eine dicke Beutetasche, Mann, Mann, Mann. Diese dicke Beutetasche. Kannst ja mal ins Lager hochgehen, gucken, ob da noch einer ist. Okay. Oh, das ist eine dicke Beutetasche. Da ist noch eine Beutetasche. Die ist leer. Yes, there is still one. There are two of them. Ja, dann warte kurz, bin ich gleich da. Und kann dir helfen. Ey! Schießt du mich? Aua! Taste death yourself, bitch. Killed? Yes. Und ich segne diese Tussi gleich mal. Segen! 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 Und eine Tussi lag noch im Feuer. Hm. Oh, nee, das bist du. Das bin ich, alles gut, hier ist niemand mehr. War irgendwas Interessantes in der Box? Ja, das ist, war nicht besonders. Das war einfach nur... Ich hätte da mehr erwartet. Ich habe ein bisschen Pflanzenfaser und ein bisschen Steine gekriegt. Das war's. Also der Hit ist was anderes.
Aber die Säuberungsanzeige, da ist schon ein bisschen was bei mir. Okay. Ach, da ist ja ein netter Dingsbums, Wasserfall. Bumsdings, ja. Ich geh mal weiter. Hier hinten war ich noch nicht. Einfach mal kurz. Ja, ich komme mit dir. Einfach ein bisschen gucken. Wo sind die Fettraupen? Ich will eine Fettraupe. Die Fettraupen findest du eher in Gras. Ach so. Ich dachte, die hängen hier auch so im hohen Dings drin. Nee, die hängen, liegen immer im Gras rum. Also eher auf den Inseln im Fluss. Da sind wieder Menschen. Soll ich auf einen schießen? Ja, den rechten vom, genau, den rechten vom Lagerfeuer. Okay. Feuer! Jawohl. Dann hat's den schon gleich... Die kommen gerade beide, alle drei übrigens. Zerlegt. Kommen wir nicht so ganz hoch, oder? Nee. Wo sind sie? Ich hab keine Ahnung, laufen wahrscheinlich hier einmal rum oder was? Ah doch, unten laufen sie. Hier kommen sie hoch. Hier links. Oh, 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 oh. Töte ihn! Ich muss nur aufpassen, hätte ich soweit, hätte ich einen Powerschlag gemacht, hätte ich wahrscheinlich dir auch wieder wehgetan. Ja, wahrscheinlich. So, ich zieh mal hier ein Herz raus und mal gucken, ob du den noch segnen kannst. Ja. So, guck mal, ob du segnen kannst. Nee. Also wenn du Herzen nimmst, muss ich häuten. Aber den konnte ich jetzt auch noch Herz rausreißen. Warte mal, wo ist mein Häutemesser? So, wir haben es nicht dunkel. Immerhin 5 Häute habe ich von dem gekriegt. Ach, du hast ein Häutemesser? Ich habe eine Häute... Ich habe das doch schon benutzt. Wir haben doch schon voll viele Menschen gejagt und abgehäutet. Ja, ich habe auch kein Häutemesser. Wo hast du das her? Ja, ich habe es hergestellt, du Dödel. Das wusste ich aber doch nicht. Aber wir hatten nicht... Ey... Wo warst du bitte vor, ich glaube, 3 Folgen oder so? Weiß ich nicht mehr. Du Dödel. Das merke ich. Ich hatte aber nicht genügend Eisen, um für uns beide ein Häutemesser herzustellen. Deswegen habe ich erstmal nur 1 hergestellt. Na, okay. Dann. Ja, hier versperrt uns die Hyäne den Weg. Hyänen sind ja nicht so heftig. Ne? Ach ja, ich muss hier drauf gehen. Wo ist der hin? So, tot. Warte. Ist hier noch irgendwas? Ja, da ist noch eine junge Hyäne. Ach, die tut doch einem nix. Also, sie gibt immerhin 2 Häute. Aber irgendwas Cooles haben wir bisher noch nicht gefunden hier oben. Nö, sieht nur nett aus. Ja, nett sieht hier alles aus, aber... Wegen Rohstoffen irgendwie, keine Ahnung. Hätte sein können, dass es hier irgendwie auch noch Eisen gibt oder Kohle, Schwefel, Döner. Unten gibt es eine Horde Krokodile, da ein Kaninchen. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Wir können ja erstmal wieder zum großen Fluss zurückgehen und dann laufen wir den einfach mal ein bisschen lang und gucken, was da so alles ist. Kann man machen, aber dann erstmal nach Hause und vielleicht ein bisschen entleeren. Hm? Ui, hinter dir Hyäne! Dann heute. Mathilde hat großes Auerweh. Ja, es ist nicht sehr einfach, dich nicht zu treffen. Auf dem Weg nach Hause mache ich mal ein bisschen Zwirn.
34 habe ich dafür. 34 Zwirn kriege ich raus. Ah, sind schon wieder Menschen gespawnt? Nö. Gut. Hätte ja sein können. Sagte Mathilde, die einfach total blöd durchgerannt ist. Dann laufen wir aber den Fluss in die andere Richtung runter. Ja. Oh, hier ist Eisen. Cool, unsterbliches Eisen. Ich krieg den Brocken nicht kaputt. Oh doch jetzt. Den nimmt man auch gerne mit. Upsala. Oh, da ist auch noch ein bisschen Eisen. Ich mach mal Ambrosia. Ich will mal gucken, wie sich das auswirkt, wenn ich das esse. Okay. Ich hoffe, es heilt. Ja, das heilt sogar ziemlich gut. Das heilt sehr gut, das Ambrosia. Holla! Das ist super, das Ambrosia. Das ist geil. Das hat mich gerade fast voll. Bin gerade von zwei Ambrosia-Schalen fast vollständig geheilt. Voll gut. Einer weiß, was du zu tun hast. Leuten mit meinem tollen Kreuz den Schädel einschlagen. Genau, wir brauchen Ambrosia. Die behalte ich nochmal. Achso, in der Schmiedebank müsste Dings sein. Oh, eine Fettraupe. Nichts. Allerdings, wie heißt es gleich? Ich verstehe. Dann ist ja gut. Nee, was soll da sein? Werkbank? In der Schmiede ist gar nicht. Nee, hinten in der Ecke. Oh, Entschuldigung, ich hab... Eisenpickel! Genau. Habe ich doch gesagt. Okay, jetzt habe ich die verstanden. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Denkschwierigkeiten. Kommt hier ab und zu mal vor. Nicht böse sein. Irgendwo Zirn in einer Kiste. Ich pack den Zirn in die Bank vom Rüstungsmacher.
Also futter ich mich jetzt nochmal voll. Dann können wir auch meinetwegen los. Aber wir brauchen noch mehr Kisten. Ja. Schon wieder alles voll. Warte mal, ich habe ja noch zwei Ambrosia-Tränke. Ich hol die mal. Weil du bist ja auch nicht so hundertprozentig fit. Dann kannst du einmal Ambrosia trinken. Dann dürftest du nämlich wieder heile sein. Wenn du meinen Ambrosia getrunken hast. Ich freue mich, diese Köstlichkeit zu trinken. Hey, ich will die aufteilen. Halt. Also es sind jetzt zwei im Lagerfeuer. Futter einfach eins davon. Ambrosia. Es heilt, ja. Schön, sehr gut. Ja, davon brauchen wir echt sehr, 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 sehr viel, wenn wir in Dungeon gehen oder so. Oh ja. Gut, wollen wir los? Ja. Ach ja, man braucht irgendeine Fackel, ne? Mhm. Habe ich eine Minute lang noch. Oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber die Katze ist gerade der Meinung, kotzen zu müssen. Heinrich hat sie gerade schnell zum Katzenklo gerannt. Wir versuchen der Kleinen nämlich beizubringen, dass wenn sie kotzen muss, dass sie das doch bitte im Klo macht. Und sie hat erfolgreich ins Klo gereiert. Also in ihr Katzenklo. Ja, es ist bestimmt zwar nicht toll, wenn man einfach gepackt wird. Wenn man kotzen muss. Wenn man kotzen muss, aber... Dann kann ich die Fackel auch gleich reparieren, ja. Oh, kleine Katze. Wir haben dich lieb, auch wenn du kotzen musst. Na, wer weiß, vielleicht kommt da noch was. So, für mich können wir los. Was wollten wir machen? Ich warte nur auf dich. Ja, wir wollten den Fluss so in die eine Richtung ein bisschen hochlaufen und gucken, ob wir da schöne Ressourcen finden. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da schon mal Spinnen begegnet bin. Hallo, Katze. Ich habe nämlich hier auch schon einen Dungeon entdeckt, tatsächlich. Oh. Ja. Hyäne. Ich glaube, du hast mich gerade verkrüppelt. Das kann sein, nur so ein bisschen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, noch ein Stückchen weiter runter. Weil die Spinne war da auch in der Nähe von diesem Dungeon. Ah, ich hab keinen Bock auf. Oh. Ups. Ich bin gerade voll an der vorbeigerannt. Also voll in die Reihen gerannt eigentlich schon. Okay. Ah, das ist ein Kroko! Kackvieh! Oh, hat mich erwischt.
Du bist weitergelaufen? Yep. Ja, von der Musik her habe ich. Ich habe einfach gesagt, da ist ein Krokodil, kommt, zu dir kommt auch eins. Und dann habe ich aber Hyänen gesehen und habe dann das Krokodil vergessen. Ja, guck mich an, mein Süßer. Okay, gehört dir. Okay. Oh, jetzt habe ich Reptilienhaut mal bekommen. Oh. Ich höre noch Musik irgendwie. Ich nicht. Ach, da unten. Noch ein Kroko? Ja, aber ich laufe jetzt einfach weiter. Nervt ja auch, das Kackvieh. Oh, nicht nur das. Was war das denn? Oh! Na, Schnucki? Oh. Deine Scheißeier kannst du behalten. Ah, ich glaube, ich sehe dich noch. Mhm. Ich stehe vorm Dungeon. Weiß nicht, ob wir da einfach mal reingucken wollen. Jo, so, klar. Ganz vorsichtig, so ein Stückchen. Aber ich will noch mal kurz was schnabulieren. Ein bisschen heilen und, oh, ein Geist. Mhm. Eine Frau. Ich habe keine Ahnung, was uns da drin erwartet, ob wir das überleben oder was auch immer. Hm. Dunkel. Hm. Gallermannsgra. Oh. Schwefel. Schwefel. Ui. Ist das im Wasser? Keine Ahnung, warum es leuchtet. Auf jeden Fall ist da mindestens ein Kroko. Mehrere? Ja. Was tot? Du bist ein Killer. Ja, ich brauche Ambrosia. Ja, ich hab keins. Dafür muss ich jetzt wieder Menschen töten. Literweise. Da hinten ist noch einer. Möchte ich nicht mehr im Nahkampf mit den Viechern gehen. Ich auch nicht. Oh, Leuchtschleim gibt's hier. Oh. Da hinten ist noch ein Kroko. Ah. Heilen hilft irgendwie nicht mehr, also essen. Boah, ich muss laufen. Komm hier hoch! Treff ihn! Das war knapp. Kommt noch einer? Ja. Komm hier hoch, hier kannst du. Ich hab getroffen, doch getroffen. Oh, das sind zwei. Drei.
2. Ich sehe keinen. Oh, sind weiter geplumpst. In die Fresse. Der Stein ist scheiße. Ich sehe die nicht. Hast du gekillt, alle beide? Nein, eins. Eins ist noch da. Und das glitscht hier irgendwie so ganz doof rum. Dann hole ich es mal raus. In die Beine! Nee, wird nix. Ups. Sehr schön. Oh, ich glaube, der Schwefelbrocken ist gerade wieder gekommen. Okay. Das heißt, die Viecher kommen bald auch wieder. Oh, da ist ein King-Kroko. Kroko-King, können wir uns da irgendwo verstecken, weil es sind noch andere tausende Krokos, aber es sieht so aus, oder? Also ich bin hier irgendwo hochgekommen. Kommst du auch irgendwo hoch? Dann können wir so Kreuzfeuer machen. Ah! Warte, ich guck mal. So, warte. Also ich habe noch 57 Pfeile. Ich habe noch 49. Oh, warte mal, ich kann vielleicht noch welche herstellen. Ich nicht. Ja, einmal kriege ich noch. Ja, könntest du trotzdem versuchen, ansonsten hauen wir ab. Erstmal das Kleine, oder? Ich sehe es gerade nicht. Das Große ist aber jetzt aktiviert. Ja, King Kroko kommt auf mich zu. Oh, scheiße, der ist riesig und der hat einen toten Kopf, natürlich. Und ich glaube, ich bin nicht hoch genug. Oh, 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 ich bin nicht hoch genug. Ich muss wandern. Ohohohoho. Das ist noch mehr! Fickt euch! Ausdauer! Ausdauer! Ausdauer, Junge! Boah, ich geh jetzt hier hoch. Der ist auch schon hier oben. Ohoho. Ich kletter, glaube ich, noch mal ein Stückchen höher. Wie komme ich hier höher? Ich will höher! Auf Leertaste kletterst du. Gut. Ich glaube nicht, dass ich genügend Pfeile für King Kroko habe. Oh. Also die Viecher kommen auch schon sehr weit hoch. Also ich habe noch 25 Pfeile übrigens. Einfach treffen. Ja, ich versuche ja schon auch immer auf den Kopf zu zielen. Das bringt am meisten Schaden, ja? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich versuche die Beine, die sind immer am besten, finde ich. Er guckt mich auch an, er muss nur einmal Haps machen. Ich
glaube, das würde er auch gerne. Oder sie? Vielleicht ist das ja eine Mama. Es hat auf jeden Fall noch Freunde. Oh, bleib mal da, wo du bist. Auf jeden Fall haben wir das Krokodilfass. Ah, diese anderen Viecher nerven. Ah! Ja, King Kroko ist tot. Jetzt müssen wir nur noch die anderen. Und ich habe echt keine Pfeile mehr jetzt, ne? Ja, das ist ganz nett. Nahkampf halt. So, einen habe ich so noch gekriegt. Sehr schön. Oh, es sind zwei! Oh, fuck. Einen habe ich gelähmt, so ein bisschen. Scheiße. Du bist gestorben. Nein. Ja. Nimm mein Schlachtermesser und heute wenigstens Kroko. Ja, 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 okay, mach ich. Weil den sehe ich schon gerade gar nicht mehr. Mit Mausrad navigieren. Heute Messer. Wo ist King Kroko? Der war da, wo ich die ganze Zeit stand. Ach, der ist. Ich dachte. Der steht hier. Egal, er ist hier. Muss ich hier was machen? Gott, hoffentlich sind die Krokos noch nicht gespawnt, wenn ich da bin. Oh, das ist kurz vor. Puh. Weiß ja nicht, ob du sonst mein Zeug mitnehmen kannst. Natürlich nicht, ich bin schon fast voll beladen. Scheiße, okay. Also ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich alles nehme. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Wahrscheinlich, du kannst nicht mehr laufen. Okay. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh doch, ich kann noch. Würde ich sagen, komm raus, komm mir entgegen. Hier ist zwar noch überall Schwefel und so, aber... Oh, ich bin auch schon da, ich bin auch schon da. Ja, jetzt renne ich raus. Ist gut. Gerade hier am Anfang, da sind ja gerade drei gewesen. Gut, keine Power mehr. Also der erste Schwefelbrocken ist noch nicht neu gespawnt. Oh. Ja, hast du mich erschreckt. Du mich auch. Nackte Mathilde, so. Alter. Ach, hier ist nun wieder der Geist. Gib mir mein Zeug und schau nicht den Geist an. Joa. Trinkschlauch habe ich auch noch von dir. Und ein Lendenschurz. Ja, das ist auch meiner. Und mir fehlt noch eine Steinpike. Also eine Eisenpike. Achso. Okay, dann. Ich habe ein schartiges Geißelsteinfragment. Okay. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe keine Ahnung.
Aber wie ich sagte, meine Handschuhe sind fast kaputt, mein Rock ist kaputt und meine neuen Schuhe. Achso, es sind schon andere Stiefel, von denen ich von jemand abgenommen habe. Aber sind auch schon fast kaputt. Also das ist alles fast kaputt. Ja. Aufregend. Wenn es kaputt geht, ja. Ich kann jetzt Zeug abnehmen, ne? Also ich bin ja, leer. Bin noch nicht rot. Bin jetzt wieder orange. Aber ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist okay. Das war mir gerade zu viel Kroko. Ja, war aber spannend. Ja, hat Spaß gemacht. Eine schöne Erfahrung. Eine schöne Kroko-Erfahrung. Und tschüss. Ups. Also wenn wir mit dem fertig worden, dann wären wir mit dem Kroko quasi bei uns zu Hause auch fertig. Wir brauchen nur ausreichend Pfeile. Genau. Scheißvieh. Hab den Hintern gerettet. Der hat eigentlich dich angegriffen. Ja, ist ja auch ein schöner Hintern. Eisen? Ich will jetzt nämlich auch gerade eigentlich nur noch zurück, deswegen. Ja, du bist wieder verfolgt. Lauf weiter, wenn du ja. Kroko von vorne. Ja, ich hab's gesehen. Scheiße, sie hat mich ein bisschen erwischt. Oh! Toll, jetzt ist mein Schwert kaputt. Er hat mein Schwert repariert und ich habe nicht genügend Zeug und jetzt wollen die Hyänen hier rein. Ich habe kein Material. Aber die kommen nicht durch die Tür, die doofen Hyänen. Aha. Aber ich und tschüss. Drecksicher. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann liken, kommentieren und nächstes Mal wieder einschalten, würde ich sagen. Genau. Dies war unser erster Dungeon. Ja, das stimmt. Also. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.